Dieses Volk wird veridiotisiert. Ich mag die russischen Menschen generell. Sind sie herzlicher als wir? Großartige Personen, die viel zu sehr unterbewertet sind in der Welt, die ein großes Wort mitzureden haben werden in der Zukunft. Denn die Gruppierung der BRICS-Countries, das heißt Russland, Indien, China, Venezuela, Südafrika, und Südamerika, Brasilien, ich komme gerade aus Brasilien, die werden die Welt bestimmen in den nächsten 30, 40 Jahren. Was machen... Mit seinen Vasallen ist am Abschrammen, die sind am Runtergehen. Die Schulden sind so groß von denen, dass sie das überhaupt nicht mehr überleben können. Dieses Europa ist zu faul, zu satt, zu reich und zu blöd geworden. Es gibt heute nicht mehr das freie Denken der Designer. Die sind heute alle mit verknoteten Hirnströmungen am Werk und trauen sich nicht mehr. Die Angst grassiert und das wird bewusst gesteuert von gewissen Elementen in dieser Welt, die ein Interesse daran haben, die Angst hochzubauen, um wieder ausschöpfen zu können durch kriegerische Handlungen. Und das ist die amerikanische Seite in der Welt. Es gibt kein Entkommen, weil das Netzwerk der Medien und das Netzwerk der Verkaufsorganisationen so stark ist, dass es nicht mehr geht. Es ist nicht möglich, dieses Netzwerk für den Einfachen auf der Straße zu durchschauen. Er ist und bleibt Opfer. Deutschland ist nicht ein Land für Revolutionen. Das hat es früher mal gegeben, als die noch ein bisschen freier waren. Heute schauen sich die Nachrichtenformulierungen in Deutschland an. Im Viertelstundentakt wird hier Brainwashing gemacht. Immer mit den gleichen Nachrichten. Dieses Volk wird veridiotisiert. Da sind Lumpen am Werk, die Milliarden stehlen, die der Armselige, der hier rumsteht, mit seinen Steuern zu bezahlen hat. Es scheint à la longue, auf lange Sicht, eine Form von Wahrheit zu finden. Der da oben, wie immer man ihn bezeichnet, hier saßen gerade Kuwaitis, die nennen es Allah, wir nennen es Gott, die anderen nennen es Vishnu oder Buddha. Die da oben scheinen diese Welt noch ein bisschen positiv gepolt zu haben. Das scheint noch zu funktionieren, dass die Dreckigen nicht so lange am Ruder bleiben, wie sie es gerne möchten. Dass die Besseren es doch gewinnen und der einfache Mensch Hoffnung schöpfen kann.